MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, herzlich willkommen jetzt hier in diesem Testspiel. OGC Nice oder so. Ich schätze mal, das ist Nizza oder so. Keine Ahnung, was für ein Verein das ist. Und wir spielen jetzt hier mal, zack, nicht bei Regen, weil ich dann keinen Bock mehr drauf hatte. Ah, schade, da wäre ich fast durchgekommen. Okay, jetzt muss Balotelli da wieder Druck machen. Mario Balotelli. Ich denke mal, er wird sich ganz wohlfühlen, hier wieder in der Premier League zu spielen. So. Okay. Ah. Sterling. Den fand ich ja schon richtig nice in der Demo. Macht richtig Spaß eigentlich mit dem zu spielen, weil er ein richtig flinker, agiler Typ ist. So, er hat erstmal schön zurückgespielt. So. Na. Boah. Alter Schwede. Stark, Sakko. Richtig gut abgeräumt. Jetzt Mario Balotelli. Nein! Wieso legt er sich den da? Shit. Nein, nein, nein. Ah, Balotelli. Okay, okay. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Wäre doch gelacht. Und da ist das Ding drin. Da ist es drin. Und wer hat's gemacht? Steven Gerrard. Richtig schön. Setzt sich da durch. Die Grätsche kommt da zum falschen Moment. Und boom. Ist das Ding drin. Steven Gerrard. Zack. Erstes Tor hier im Testspiel. Super. Richtig schön. Also 4-3-3 läuft bei uns. Mit Steven Gerrard sogar. Und es sieht so aus, als bräuchte ich nicht mal hier die ultraschnellen Spieler immer, um die Tore zu machen. Ah! Gut, gut, gut. Daniel Sturridge. Ja, schön. Erstmal hier eine Karte ziehen. Das war am Strafraumrand. Könnte auch mal was Härteres geben. Und die zeigen jetzt wie die Affen auf den Elfmeterpunkt. Regen sich da auf, aber ich glaube, wir kriegen keinen Elfmeter. Sieht nicht aus, als würde er Elfmeter zeigen. Oh, auf der Linie. Kann natürlich probieren, den direkt reinzusemmeln. Ah! Shit, ey. Ah, Mann, ey. Sturridge. Gut. Boah, leck mich doch hier fett. Balotelli. Den Ball zurück. Oh. Meine Güte. Wie wir da umgenietet werden. In der Premier League hier. Eieiei, am Strafraumrand. Ja, bisher habe ich halt nur mit Bayern München in der Karriere gespielt. Und jetzt hier nebenbei das Nebenprojekt Liverpool. Hoffe ich, wird euch auch gefallen. Die Frage war, ob ich die Spiele nicht zusammenschneiden könnte. Das schaffe ich leider nicht von der Zeit. Das kostet echt sehr viel Zeit, das immer noch nachträglich zu schneiden. Am besten vielleicht noch nachträglich kommentieren und so weiter. Ist einfach zu viel Zeit für die ganzen Folgen, die ich leider nicht habe. Also die Folgen habe ich, aber nicht die Zeit. So, und ich habe hier auf 4 Minuten gestellt, damit die Ergebnisse nicht zu krass und zu hoch werden. Und dass wir hier ein bisschen flotter durch die Spiele durchkommen. Oh, nee, das hat er gut gesehen, no. Ja, Daniel Sturridge auf rechts geht ganz gut. Oh Mann. Okay, komm, 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 komm. Okay. Gerrard. Ah, da war. Wieso haut ihn denn so hart den Ball auf den Fuß? Den wollte ich ganz locker ihm zuschieben. Ist vielleicht irgendwie hier Passhilfe oder so ein krass kranker Kram irgendwie aktiviert, dass sie da halt die Stärke so einstellen automatisch. Gut. Coutinho.
Nee, nicht Coutinho. Wer war das denn? Hier unsere Nummer 10. Sag bitte jetzt nicht, dass er sich verletzt hat. Dann drehe ich durch. Die gehen ja auch richtig ruppig rein, ne? Ultimate Team habe ich das die ganze Zeit, dass meine Spieler sich verletzen. Jedes Spiel sind die einmal verletzt. Also jeder einmal so, ne? Sozusagen. Jeder darf mal. Oh. Mignolet, super. Und ab dafür. Erste Halbzeit vorbei. 1-0 führen wir. Spitze, Spitze, Spitze. Eigentlich ganz okay. Mario Balotelli, ja, der ist eigentlich hungrig. Der will hier ein bisschen Blut lecken. Und er will auch Tore schießen. Da bin ich ganz sicher. Die Jungs sind da dran. Den Ball, das nervt richtig, wenn man den Ball hat, aber den irgendwie nicht sofort weiterleiten kann. Oh, sehr gut gespielt. Okay, hat er jetzt erstmal sicher ins Ausgespielt, der Sturridge. Oh, bin ich da irgendwie blind? Diese Optik, ey. Abseits, okay. Gut. Steven Gerrard, unser Torschütze. Mit dem habe ich auch schon Freistoßtor gemacht. Über die Außen klappt das nicht so ganz. Das ist ein offensives System, ne? Mit 4-3-3. So, dran geblieben. Eigentlich sollte da mehr kommen. Vielleicht sogar auch über die Flügel. Über unsere Flügelstürmer. Coutinho ist ja im ZOM. Ausweichspieler hätten wir da. Lallana. Oh nein. Kommen wir da an den Ball nicht ran, ey. Oh oh. Ja, den muss er aber auch halten. Den muss er aber auch halten. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt Sterling. Richtig schnell. Ja, okay. Hat er sich da was getan? Ich hoffe nicht. Er wird auch gewechselt. Jetzt hier die Flanke rein von Sterling. Eigentlich gar nicht schlecht, die Flanke gewesen. Aber irgendwie sollte das Ding da nicht reingehen. Und Vorteil. Boah, ey, Millimeterarbeit, die wir hier, wo wir noch ein bisschen Glück haben. So, jetzt gucken wir mal. Wir bringen vielleicht mal rein. Auf welchen Positionen kann Lacazette denn noch spielen? Hat er irgendwas anderes? Rechtes Mittelfeld? Okay, wir könnten mal das so machen. Die beiden tauschen, so. Coutinho ist auch ein bisschen unfrisch. Holen wir Lallana mal rein. Und dann Pogba. Und automatisch wird unser Kapitän gesetzt auf Skrtel. Oder Skrittel, oder wie auch immer heißt. Boah! Das war ganz stark gehalten. Richtig stark. Oh Mann. Okay. Weg mit der Pille. Weg damit. Lacazette, super. Hat hier Platz. In die Mitte zu spielen auf Mario Balotelli. Oh shit, das war mein Fehler. Den habe ich mir dann nochmal rübergelegt. Okay, Anspielstation. Boah, schöner Schuss. Leider nicht erfolgreich. Und jetzt ist unser Gegner wieder im Ballbesitz. Da müssen wir dranbleiben. Na, oh, das gibt's ja nicht. Die weichen mir im letzten Moment aus. Schön. Super. Mario Balotelli. An den Pfosten. Nein. Oh, nee. Ey, so viel Pech. Alter Schwede, schön das da gemacht mit Balotelli.
dran vorbeigezogen am Gegner. Und was ist dann? Tja, schießt er auf den an den Pfosten und dann mit dem Ball ins Aus. Oh Mann. Okay. So ist es halt manchmal, ne? Mal verlierst du, mal gewinnen die anderen. Oder manchmal hast du kein Glück und dann kommt noch Pech dazu. Oh nein! Verdammt. Sehr schön. Sturridge. Ach, scheiße. Ganz schlecht gespielt. Ganz schlecht gelöst. Da hat sich Balotelli dann nochmal abgesetzt. Also ganz gut war hier irgendwas anderes. Nur das nicht alles. Hä? Hat der Verteidiger... Ich dachte schon, das Ding war drin. Oh, es gibt Abstoß. Meine Güte. Echt richtig knapp. Aber wir führen hier 1-0. Das hier in unserem ersten Testspiel, das ist in Ordnung. Anderes System als wie die als dieses Bayern-System, was wir da spielen. Spielt sich dann halt auch ein bisschen anders. Bisschen offensiver, bisschen mehr Risk sozusagen. Zack. Auf links. Lacazette. Und das Ding ist drin. Na, endlich. Guter Schuss von ihm. Schön gemacht. Eigentlich wollte ich Mario Balotelli schicken. Oder wer auch immer da war. Ja, es war Balotelli. Aber Lacazette stand dann doch ein bisschen besser. Schießt dann rauf und bam, ist das Ding drin. 2-0. Alles richtig gemacht. Gute Entscheidung, den zu holen. Ich denke mal, der hat einen guten Abschluss. Mario Balotelli wird auch richtig gut sein. Nur hatten wir halt da ein bisschen Pech mit, den Schuss am Pfosten. Und damit gewinnen wir hier 2-0. Ich denke mal, das soll es auch erstmal gewesen sein für die zweite Folge hier. Pogba konnte sich auch ein bisschen zeigen. Mal gucken, was wir hier an Spielerbewertung haben. Pogba eine 7,2. Ja. Lacazette und Sturridge hier die besten Jungs. Schöne Torvorlage oder zwei Torvorlagen sogar von Sturridge. Finde ich richtig gut. Emre Can hatte ein bisschen Zeit, sich hier zu beweisen. Und ich hoffe, dass die Jungs so ein bisschen die Zeit nutzen können, sich zu verbessern. Ihr seht, wie es gleich das nächste Spiel. Das werde ich dann... Oh, Angebot. Saisonleihe. Ja, Manchester United. Nee, Rotterdam. Ich habe nur das UTD gelesen. Ja, Manchester United auf jeden Fall. Wir haben hier nächstes Testspiel gegen irgendeinen unbekannten Club, den ich nicht kenne. Das werde ich nur simulieren, beziehungsweise offscreen spielen oder so. Ich glaube, da müssen wir nicht die ganze Zeit alle Matches spielen. Und dann haben wir hier das Spiel gegen España. Und ja, dann gucken wir mal. Also ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.